So, heute möchten wir mal einen Trend ausprobieren, den gab es, glaube ich, vor 3 Jahren oder so mal. Und ich habe einfach gerade richtig Bock drauf. Und zwar möchte ich alle meine Foundations zusammenmischen und gucken, was dabei rauskommt. Ich habe einige Foundations, die sind mir zu hell, zu dunkel, zu rot, zu gelb. Und mal gucken, vielleicht tatsächlich kommt hier am Ende genau das Richtige raus. Ich habe hier ein Cremetiegelchen und alle meine Foundations. Ich zeige euch das jetzt auch mal. Hier ist meine Schublade mit meinen Primern, Foundations und Pudern. Hier fängt es an. Das sind Foundations. Foundations und BB-Creams. Und hier sind auch alles Foundations. Und weil das eh alles auch mal weg muss, endlich, machen wir das jetzt, oder? Genau. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Also, wir machen das einfach, ja, im Schnelldurchlauf. Ich mache von jedem einen Pumpstoß rein. Wir haben hier einmal LA Girl Pro Coverage Foundation. High Definition in der Farbe Natural. Skin Realist von NABLA in der Farbe 3 Medium. Intense Serum Foundation von Neo Makeup in der Farbe 05 Gold. Dann nochmal in der Farbe Natural 03. Dann haben wir eine BB-Cream und zwar von Misha. Und ich weiß auch nicht, welche Farbe ich habe. Von Evelyn die Liquid Control HD Longwear Foundation. Habe ich in der Farbe 030 Sand Beige. Facefinity von Max Factor. Warm Nude ist die Farbe. Sieht auf jeden Fall schon sehr interessant aus. Ein Luminous Liquid Coverage Serum Foundation. Von Dolten Beauty. Light Medium. Dann haben wir ja noch einmal Darkening Drops drin. Ist ja mehr oder weniger auch eine Foundation. Machen wir aber mal nicht zu viel rein. Die Dewy Photo Focus Foundation von Wet n Wild. In der Farbe Beige Classic. Eine Mega Foundation von Lavera. Die Hyaluron Liquid Foundation. Eine der besten Foundations. Glaube ich 12 Euro oder so. Die Tinted Serum Foundation von Catrice. Wie ihr sehen könnt, viel zu hell. Da habe ich die Farbe 010. Hier habe ich noch die True Skin Foundation von Catrice 020 Warm Beige. Hier habe ich noch ein Pigment. Das ist ein gelbes Pigment, weil ich einfach einige habe, die mir zu rot sind, einige Foundations. So sieht es mittlerweile aus. Und dann habe ich hier noch von Milani. Das ist eine sehr deckende Foundation, richtig schön. Conceal Imperfect 2-in-1 Foundation in der Farbe Medium Beige 04. Ich habe hier auch noch solche Cushion Foundations, aber ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht. Naja, doch, ich könnte mit meinem Spatel reingehen. Denn das ist ja hier so ein Kissen, aus dem man das rausmacht. Und ich habe das hier viel zu dunkel gekauft und das andere, glaube ich, viel zu hell. Ich habe es jetzt einfach mal so rausgedrückt. Und die ist extremst deckend. Also wenn ihr die nachkauft, die ist von COSRX, die ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Und dann hier nochmal eine ganze Nummer heller. Weiter geht's mit dem nächsten Paket. Ich habe hier noch von Charlotte Tilbury eine Foundation. Ich glaube, die gibt es in der Version nicht mehr. Die Magic Foundation. Das ist die Farbe 1. Fair. Weiß. Hier habe ich, das ist eigentlich ein All-Over-Concealer und die Marke gibt es auch gar nicht mehr. Umso mehr will ich es einfach leer machen. Das ist die Marke 183 Days. Die habe ich tatsächlich auch in zwei Farben. Einmal hier die Farbe 030 All Bronze und die Farbe 010 All Bright. Hier habe ich von Giorgio Armani die Luminous Silk Foundation. Habe ich mal zugeschickt bekommen, hatte jemand von euch aussortiert und ich glaube, ich habe sie noch nicht mal pur aufgetragen. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist sie auch sehr hell. Das ist die Farbe 3, denke ich mal. Hier habe ich noch einen Foundation Stick, beziehungsweise zwei, aber ich denke, die werde ich gerade nicht so gut unterbringen. Dann habe ich noch die HD Liquid Radiance Foundation. Die habe ich auch zweimal. Einmal in der Farbe 010 Light Beige und 030 Natural Beige. Bin so gespannt, Leute. Dann habe ich hier noch die HD Liquid Coverage Foundation, die normale sozusagen. Das andere war eine Limited Edition. Und die habe ich in der Farbe 010. Habe ich noch eine von Essence, und zwar die Insta Perfect Foundation. Die gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr so zu kaufen. Strong Matte Effect in der Farbe 50 Perfect Honey. Weiter geht's mit Too Faced. Das ist die Born This Way Foundation in der Farbe Seashell. Jetzt gerade halten hilft. Hier habe ich noch so ein Tönungsfluid. Das ist wirklich eine ganz leichte Tönung, ist eher wie so ein leichter Bronzer von Dr. Hauschka. Hier habe ich die HD Liquid Coverage noch in einer dunkleren Farbe und zwar 030 Sand Beige. Judith Williams Anti-Age Foundation mit Deckkraft. Das ist also die Deckkraft Foundation. Die gab es nur in einer Farbe. Noch einmal Essence, eine sehr gute Foundation. Fresh and Fit Awake Makeup Healthy Glow Foundation. In der Farbe 30 Fresh Honey. Hier habe ich noch zwei Mousse Foundations. Mal gucken, vielleicht kriege ich die ja auch noch mit rein von Essence. Aber ich glaube, die sind einfach zu fest. Seht ihr das? Keine Ahnung, ob ich die jemals nochmal verwenden werde. Ich habe hier noch von Marc Jacobs eine richtig schöne Foundation. Kann man nicht mehr nachkaufen. Das ist die Full Coverage, das Full Coverage Concentrate. Da braucht man eigentlich nur ein paar Tröpfchen. Und so habe ich das in der Farbe Beige 30 Medium. Hier mit so einem kleinen Spitzenapplikator. Und das streiche ich auch hier ein bisschen ab. Gut, das ging jetzt irgendwie doch recht schnell. So sieht die Geschichte aus. Und jetzt
mischen wir das gut. Okay, Stunde der Wahrheit. Das sieht gar nicht schlecht aus. Mal gucken, ich nehme es mir am liebsten immer so auf den Pinsel auf. Schauen wir mal. Es ist ein bisschen hell, finde ich. Aber es passt sich gut meinem Hals an. Also ich finde, es könnte auf jeden Fall ein bisschen dunkler sein. Denn ich finde, ich mache mich jetzt gerade ziemlich bleich. Aber schaut euch das an, das passt vom Ton her echt ganz gut. Ist das lustig, Leute. Leute. Lässt sich aber wirklich total gut auftragen. Und macht auch ein echt schönes Ergebnis. Ich habe jetzt keinen Primer drunter und meine Hautpflege ist auch schon ein paar Stunden her. Primer könnte man sich natürlich auch mit reinmischen. Es ist relativ flüssig geworden von der Konsistenz. Ich bin echt erstaunt. Ich mag total diesen Mix aus Glow und trotzdem mattiert halt. Es sieht ein bisschen schon so aus, als hätte ich es schon abgepudert, finde ich. Es ist glowy, aber nicht zu speckig. Ich werde natürlich auf jeden Fall das hier alles aufbrauchen. Das ist jetzt nicht verschütt, sozusagen. Das ist jetzt nicht für die Katz gewesen. Es ist einfach echt ein gutes Ergebnis. Ich werde jetzt mal diese Foundation auch noch als Concealer verwenden. Schaut euch das an. Ist ja der Hammer, dass ich das noch nicht viel früher gemacht habe. Und es ist auch schon relativ gut gesettet. Also ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht so unbedingt viel Puder brauche. Ich nehme jetzt trotzdem nochmal einen ganz kleinen Pinsel, nehme mir was von der Foundation auf und gebe mir das hier auf meine Pickelchen, auf die Stellen, die ich gern schön abdecken möchte. Aber das brauche ich fast gar nicht. Hier unten ist halt echt ein fetter Ömmel. Aber an und für sich hat die schon echt gut abgedeckt. Ich mag halt auch deckende Foundations viel lieber. Deswegen habe ich auch viel mehr davon. Ich bin echt total begeistert. Ich komme jetzt mal bewusst ganz nah ran und versuche euch dann hinterher auch noch mal ein bisschen zu vergrößern. Aber schaut euch das Ergebnis an. Es ist echt schön. Ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen hier meine Fältchen kraucht. Aber ich gehe davon aus, wenn ich das fixiert habe, dass das dann geht. Ich will jetzt mal den Rest von meinem Make-up machen und dann schauen wir mal, wie sich das so in der nächsten Zeit verhält. Ich denke, ich werde so eine Dreiviertelstunde brauchen und dann hat sich das ja auch alles schon mal ein bisschen gesetzt. So, meine Make-up-Base ist fertig und mein Make-up insgesamt ist fertig. Ich habe jetzt etwa, ja, ich würde mal sagen, so eine halbe, Dreiviertelstunde gebraucht und ich finde, das sieht echt toll aus. Ich kann gerade nicht näher rankommen, weil Khaleesi wieder dabei ist. Aber ich werde auf jeden Fall euch später nochmal ein Update geben. Ich finde, dass es echt toll aussieht. Ich hätte das im Leben nie gedacht, dass das so gut funktioniert. Was meinten ihr? Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr sowas auch schon mal ausprobiert habt. So, ihr Lieben, ich habe es jetzt etwa 3 Stunden drauf, das Make-up, die Foundation-Mischung. Und ich bin jetzt extra hier mal ins Tageslicht gegangen. Hier ist sogar noch ein bisschen Sonne. Und ich finde, das sieht echt gut aus. Also ich bin wirklich total überrascht, positiv überrascht, erstaunt, alles Mögliche, dass das so toll aussieht. Also klar, ich habe jetzt hier einige Puderschichten drauf und das sieht natürlich in echt ein bisschen auch anders aus. Aber ich komme jetzt wirklich mal ganz nah ran, vor allen Dingen hier so in den Bereichen. Wow, es ist nicht in meine Fältchen gerutscht, zumindest nur ganz wenig. Wie gesagt, 3, 3,5 Stunden habe ich jetzt etwa drauf, vielleicht auch sogar 4. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also Versuch gelungen. Schreibt mir jetzt super gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr das auch schon mal ausprobiert habt oder ob ihr es mal machen werdet. Wie viele Foundations ihr habt, weil ich glaube, ich hatte jetzt echt einige. Und jetzt wisst ihr vielleicht auch, was ich meine, wenn ich manchmal sage, ich muss erstmal Dinge aufbrauchen, bevor ich neue anbreche, weil es wäre einfach schade, das jetzt alles wegzuwerfen. Vielleicht werde ich jetzt auch einfach regelmäßig immer alle zusammenmischen. Mal gucken. Ich finde das Ergebnis echt schön. Und jetzt, meine Lieben, bedanke ich mich fürs treue Zuschauen bis hierhin. Freue mich schon wieder sehr aufs nächste Video mit euch und sage wie immer, bis bald.